Letztes Spiel der Youth League Gruppenphase, der BVB zu Gast beim FC Kopenhagen, und nur ein Sieg hält das Team von Trainer Mike Tüllberg noch im internationalen Wettbewerb. Kopenhagen in der Pole Position, ein Unentschieden reicht den Dänen bereits. Und die Gastgeber zunächst auch besser in dieser Partie. Die dritte Spielminute, erste Möglichkeit für Viktor Froholt, aber Silas Ostrinski, der im Hinspiel ja noch mit Glattrot vom Platz flog, hier gut dazwischen. Beide Teams taten sich auf dem weichen und tiefen Rasen im Österbro-Stadion schwer. Der BVB in der 39. mit der besten Chance des ersten Durchgangs. Julian Reikhoff vergibt aber gegen Andreas Dietmar. Kurz drauf dann eine kritische Situation für Schwarz-Gelb. Handspiel gegen Prinz Anning gepfiffen. Handelfmeter für den FC Kopenhagen. Aber Noah Sasa lässt aus, trifft nur den Pfosten. Ostrinski hatte zwar die Ecke, wäre an dem Ball aber vermutlich nicht rangekommen. Glück so unmittelbar vor der Halbzeitpause für Schwarz-Gelb. Die Mannschaft in den zweiten Durchgang, dann aber mit viel Tempo gekommen. Erste gute Chance durch Bamba, Pfostenschuss und Brunner, der danach aber im Abseits stand über das Tor. Was für eine Chance und damit auch klar die Marschrichtung für die zweite Hälfte. Wir springen dann aber schon in die 87. Minute. Reikhoff nochmal mit dem langen Ball für Paris Brunner. Brunner und dann das Tor. So wichtig, so spät in dieser Partie. Die Führung für den BVB. Ein wunderbarer Kopfball von Brunner. Die Bogenlampe sorgt hier für den Treffer. Dietmar ohne Chance heranzukommen und damit gleichzeitig auch das Weiterkommen für den BVB. Die Mannschaft gewinnt in Kopenhagen und ist damit Zweiter in dieser Gruppe und überwintert in der Youth League international. Ich habe gesehen, als ich ihn geköpft habe, ich dachte am Anfang, dass der Torwart den ganz einfach hält. Ich habe gar nicht mehr hingeguckt, habe gesehen, alle schreien und rennen. Danach wusste ich, dass er drin war, und habe ich mich direkt gefreut. Jetzt sag nochmal für dich selber, ist ja relativ besonders, also so viele Youth League-Spiele hast du ja noch nicht gemacht, in der U17 gestartet die Saison, und jetzt machst du hier das Ding, damit ihr nächstes Jahr auch noch Youth League spielen könnt. Wie fühlst du dich selber, was ist das, also was fühlst du, wenn du daran denkst, wie schnell jetzt der Weg geht, dass du hier heute stehst und die Jungs in die nächste Runde schießt? Ja, erstmal würde ich sagen, dass der Weg, dass ich jetzt hier bin, aufgrund meiner Familie und meinen Freunden, und weil ich war im Sommer in Kongo, zum ersten Mal, habe meine Großeltern kennengelernt, habe da mal den harten Fußball kennengelernt, bin zurückgekommen und habe direkt Gas gegeben, und ja, dann läuft's jetzt. Und das kommt alles von meiner Familie. Ich habe die Jungs vorher gesagt, ich sage, Jungs, am Endeffekt, ihr habt euch das Spiel verdient, das ist wie ein K.O.-Spiel jetzt. Wir müssen gewinnen, die können auf Unentschieden spielen, werden die nicht, das Spiel ist offen. Am Endeffekt hat alles geklappt und wir gewinnen das Spiel. Und wir gewinnen das Spiel genauso, wie ich mir das gewünscht habe. Dieses Jahr ist es sehr viel Malochen, Herz, Leidenschaft, und das macht diese Vereine auch aus. Und ja, dann muss man damit leben, dass man nicht jedes Spiel der bessere Mannschaft ist am Ball. Das hat man heute auch gesehen. Aber dann ist es auch schön zu sehen, dass wir auch so Tügen haben.